Hallo und herzlich willkommen zurück zur SimSphere Full House Challenge. Und wir sind im Moment ja noch bei Lucien, der, glaube ich, lesen, sage ich schon, eine Kolumne schreiben soll und schreiben üben soll. So, ich mache auch einfach mal auf Play. Mittlerweile sind wir sogar bei Part 50 angekommen. Ja, wir haben ja Wäsche und so. Der hängt zwar keiner auf, aber egal. Ich finde das Piepen so cool von den Waschmaschinen-Dings. Ja, der fette Waschkeller hier unten ist schon ganz cool. Und die Sauna kommt dann auch irgendwann. So. Machen wir es mal wieder nach unten, damit wir hier ein bisschen besser sehen können. Ja, ich habe mir mal so die ersten Folgen wieder angeschaut und wie leer das hier einfach aussieht im Vergleich, ja, wie es jetzt halt einfach aussieht, ne? Die Zimmer sind belebt, da man sieht, dass da Leute drin wohnen und sowas, ist schon sehr geil. Also muss man sagen, unser kleiner Fitnessraum da hinten, ich finde den auch ziemlich cool. So, er muss noch Pflanzen veredeln. Oh Gott, Victor ist in Ausgabenberichten des Geschäftsführers ein Muster aufgefallen. Es scheint fast so, als würde dieser Unternehmensgelder veruntreuen. Soll Victor dies melden oder versuchen, den Geschäftsführer zu erpressen und den Gewinn mit ihm zu teilen? Wir sind ehrlich. Bescheid geben. Victor fordert die Buchhaltungsabteilung in einer E-Mail dazu auf, die Veruntreuung zu unterbinden. Vielleicht wird bald eine Stelle in der Geschäftsführung für Victor frei. Das ist gut. Das wäre sehr geil. So. Stammkunde. Nee, Stammkunde. Restaurantkritiker. Ja, Stufe 5. Essen, Getränk bewerten oder Kolumne schreiben. Im Urlaub. Stimmt, wir haben dem ja Urlaub gegeben, damit er jetzt mal hier schreiben und so üben kann. Und Kochfähigkeit braucht er ja auch ein bisschen. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Seine Froschsammlung, ey, die ist so geil. Für dieser Kleiderschrank, der passt auch voll zu ihm. Mit den paar weißen T-Shirts da drin. So, allerdings darfst du gleich mal trainieren, weil du echt abnehmen solltest. Lucian hat an seinem freien Tag natürlich Geld verdient, das ist sehr geil. Ja, langsam verdienen die Leute nicht schlecht Geld, ne? Er muss sich mal wieder unterhalten. Ja, jetzt lass mal ein Level abgeben. Oder auch nicht. Oh Gott. Berufszweig. Also Victor möchte Management werden. Oh, ist das geil hier. Oh, ist das geil. Befördert zu Vizepräsident. Boss Schreibtisch, Thron, Interaktion, Geschäftsanrufe tätigen. Geil. Traurig. Kannst du dich jemanden mal schnell herbeirufen? Hier, Claire zum Beispiel. Oh, die könnte auch mal abnehmen. Lilly zum Training ermutigen. Macht sie das jetzt? Geil, sie trainiert mit uns. Wir können mit ihr reden. Okay. Um Rat bitten. Ja, sie wird jetzt sagen, ja, unterhalte dich doch, Mann. Über Logikrätsel. Über Interessen. Brillante Ideen mitteilen. Von Vampiren schwärmen. Tag verschönern. Nach Lieblingsautor fragen. Er ist hier gleich schon fertig, ne? Tja, an seiner tollen Trainingsmontur.
Whoops, a Thor? Thor. Skiba, you move. Sorbin nerks. So, dann mach mal. Über Interessen reden. Was cool wäre, wenn wir aus der Full House Challenge dann eine Family Challenge machen. Und wir die dann ein, also das spielen wir dann vielleicht nicht, aber hier dann halt 4 Grundstücke. Und 2 davon kommen immer zusammen und machen ein Kind. Das wäre auch ziemlich geil. Giss an die Grenzen, mein Freund. Guck dir mal deinen Bauch an. Klopf, klopf, Witz. Sie sitzt auch einfach nur und redet. Ne? Das finde ich auch sehr geil. Ach nee, sie trainiert auch. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Aber ich finde gut, dass hier so kochen und so, dass das recht automatisch nach oben gelevelt wird. Stimmt, ich muss ja noch eine WG-Katze kaufen. Wir haben jetzt ja echt gut Geld. So. Vergeblich flirten. Tag verschönern. Muss die Geschichte erzählen. Ach, Lucien ist ja noch gar nicht in der Gruppe. Über Interessen reden. Okay. Dann hörst du jetzt auf und gehst erstmal duschen. Was ist jetzt passiert? Unser Garten passiert. Oh. Was ist denn das für ein Hans hier? Mirko Rot. Von dem will ich nichts wissen. Vom Mirko. Das stört ihn einfach nicht, dass er da baden geht. Okay. Abendessen servieren. Mach so einen Salat. Nein, du willst nicht schlafen. Nein, du willst nicht schlafen. Claire ist zur Arbeit. Okay, Claire muss jetzt fleißig arbeiten. Lakaien einschüchtern. Wäre auch mal eine Idee, ne? Wir müssen unseren Garten mal gießen. Hallo, du hast Level 6 mindestens der Kochfähigkeit. Du wirst ja beim Feinschmecker kochen das wohl auch hinkriegen. Okay. Schau den Kochkanal dabei. Das ist natürlich immer praktisch, ne? Ich muss manchmal, weil das Spiel im Moment so mega verbuggt ist, hier auf Pause und dann wieder auf normales Tempo. Wobei ich mal überlegt habe, meine aktuellen Spielstände einfach mal hochzuladen und hier das ganze Sims nochmal neu zu installieren. Also komplett alles von Sims, was ich je auf der Festplatte habe, runterschmeißen. Alles neu installieren. Aber ob das jetzt die Lösung des Problems ist, weiß ich auch nicht. Okay, hör mal auf damit, geh mal schnell aufs Klo. Oder müssen wir nochmal schnell die Pflanzen bewässern? Das kriegst du noch hin, oder? Wir könnten denen ja auch mal eine Kaffeemaschine kaufen. Oder allgemein die Küche mal verschönern. Mit dem Geld, was wir so langsam haben. Aber erstmal die Katze. Also eine Bengalkatze. Ich finde, ich liebe Bengalkatzen. Das hat bestimmt noch niemand mitbekommen. So, und dann schlafen. Ich weiß, dass du müde bist, aber wir müssen trotzdem schnell die Blumen gegossen bekommen. Ich fände es cool, wenn wir so einen Gartensprenkler hätten. Das fehlt echt noch. Aber gut, der Garten gibt auch echt gut Ertrag, ne? Muss man halt echt sagen. Der fällt uns gleich um, der Typ. Oh, wir könnten mal wieder ernten. Aber das machen wir dann morgen mit Lilly einfach.
Er ist zu Hause und hat Geld verdient und ist toll. Ja, ich glaube, wir werden unten auch mal eine Sauna bald einrichten. Der arme Lucien, ey, der fällt hier gleich um. Okay, dann fall mal kurz um, ist kein Problem. Die Musik dazu ist immer toll. Okay, dann mal schnell bewässern. Lilly muss bei der Arbeit sein. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, ne? So, dich schicken wir jetzt mal schlafen. So, schlafen. Wenn du ausgeschlafen bist, darfst du eine Kolumne schreiben. Und eine Poesie. Und noch eine Kolumne. Danach darfst du Gewichte trainieren. Gewichte trainieren ist auch schön gesagt. So, mit Lilly kümmern wir uns gleich um die WG-Katze. Da suchen wir uns mal die schönste aus und dann passt das. Und ihr habt ja alle schon die schönen Fernseher. Lilly ist zur Arbeit. Ja, super. Huch. So. Ich wusste, dass das mal wieder passiert. Das ist ja jetzt nicht selten passiert. Jetzt müssen wir leider warten, bis Lilly fertig ist mit Arbeiten. Er schläft hier. Alles klar. Kommt der nicht in sein Zimmer rein, oder was? Wie wär's, wenn ihr eure Wäsche einfach in den Wäschekorb packt, anstatt sie einfach hinzuschmeißen? Vielleicht wäre es auch schlau, auf jeder Etage einfach eine Waschmaschine und einen Trockner zu platzieren. Aber die Frage ist, ob die dann wirklich auch zu der Waschmaschine auf der Etage gehen und nicht einfach 5 Kilometer nach unten oder so. Das wäre das nächste Problem, was wir hätten. So, wie sieht denn Lillys Zimmer aus? Ein Tantim-Bericht. Ja, mach mal auf schnell hier. Masato Hasegawa. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Lucien angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Wir wohnen zwar schon ewig zusammen, aber hey. Also ich finde, ihr Zimmer ist echt cool. Es ist zwar klein, aber dafür hat sie ihren Fitnessbereich gleich nebenan. Was passiert? Olivia muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Stimmt, jetzt kommt ja das Wochenende. Da müssen die Leute ja arbeiten. So, wie lange muss Lilly denn? Bis 14 Uhr. Sie ist Bodybuilderin. Fitnessbetreuung nicht begonnen. Ach du Scheiße, wir müssen Leute beim Fitness betreuen. Oh Gott. Dann können wir irgendjemanden zum Training ermutigen. Hier, Lucien geht doch später trainieren. Weil er seine ganzen Sachen da geschrieben hat. Phyllis muss zur Arbeit und Olivia ist bei der Arbeit. Und er geht auf jeden Fall mal fleißig arbeiten. Das Zimmer finde ich auch cool geworden. Wir müssen halt nur noch ein bisschen dekorieren. Hier könnte man auch mal was machen. Jaul, eine gereimte Beschwerde. Gott, ist das schlecht. Wird sie jetzt befördert, obwohl sie noch nicht die Fitnessfähigkeit erreicht hat? Anstatt mit den Blumen zu reden. Oh, sie ist angespannt. Wir gucken mal. Dann würde ich sagen, stinkt das schon? Ja, ne? Verdorben. Dann darfst du mal Mittagessen servieren.
Camper-Eintopf. Servier mal Chili. Oh, halt, Chili ist nicht vegetarisch, ne? Ach, der Computer ist kaputt. Toll. Dann mach einen Caprese-Salat. So, das können wir mal wegschmeißen. Ach, hier ist schon wieder alles kaputt, ey. Bewässert sind die ja, ne? Gegen Käfer müssen wir sie mal einsprühen. Aber ich würde jetzt bald mal ernten. Ach so, nebenbei kannst du ja bestimmt mal einen Service engagieren. So. Nein! Nein! Wieso können wir nicht eine Katze? Eine Katze! Sims-Anzahl. Maximum empfohlen. Leere Häuser füllen. Warum nicht? Herkömmliches Sozialmenü? Nee. Ich will doch nur eine Katze haben. Okay, dann können wir keine WG-Katze uns gönnen. So, du schaust den Kochkanal. So, ich meine Essen und dabei, ich muss mal ein bisschen rauszoomen, weil das piept so extrem laut. Ich weiß nicht mal, ob ihr das überhaupt hört, aber ich höre es. Und mich stört es. So, wir ernten mal alles. Und dann werden wir auf jeden Fall das hier reparieren und das hier reparieren. Jetzt hör mal auf, mit den Leuten zu reden. Schließlich möchtest du ernten. Macht sie echt schön, oder? Huch. Die ganzen schicken Bäume hier. Geht sie hoffentlich reparieren? Olivia's at home. Lucy hat ein Buch geschrieben. So, Lydia hat Level 3 der Geschicklichkeit erreicht. Er macht da ein Nickerchen. Ist komplett normal. Warte mal, arbeitet sie schon fleißig? Nee, tut sie nicht. Okay, dann. Wäsche aufheben, Taschen durchsuchen. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, so viel hat es jetzt auch nicht gegeben. Lilly. Oh, mach doch die Wäsche jetzt. Die Wäsche waschen. Busenfilter reinigen. Leise Lauf. So, und ich habe überlegt. Oh ja, jetzt nervt doch hier nicht alle. So, dann geh doch mal trainieren. So, wir verkaufen jetzt hier mal fleißig. Weiß langsam nicht mal, was wir mit dem Geld noch alles Schönes kaufen sollen.
So, können wir nicht irgendwem dazu ermutigen zu trainieren? Olivia zu Training einladen. Unterrichten. So, hör mal auf. Jetzt immer irgendwelche Leute hier. Aber das ist nicht schlecht, ne? Da können wir die ganzen Dicken hierher holen. Zwei Stunden joggen gehen. Okay, jetzt kriegen wir hin, nochmal joggen zu gehen. Großartige Erzählerin. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Mentorin. Nachteule. Aber warum nicht? Wie sie da runtergekracht ist, geil. So, aber für diesen Part sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.